Dieser Fall ist schrecklich, auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte am Abend ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen der ermordeten 14-jährigen Susanna. Beim ARD-Talk Anne Will, sagte Merkel, das ist ein abscheulicher Mord und für die Eltern das Schlimmste, was ihnen passieren konnte. Die Kanzlerin weiter, der Fall zeigt doch, wie wichtig es ist, dass die Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, schnell ihr Verwaltungsgerichtsverfahren bekommen und schnell wieder nach Hause geschickt werden können. Die Kanzlerin setzt dabei offenbar auf die neuen Ankerzentren, die Innenminister Seehofer mit den Ländern plant. Für mich ist die Lehre, alles zu tun, dass wir diese Zentren auf den Weg bringen, flächendeckend. Zudem müssten auch die Asylgerichtsverfahren beschleunigt werden. Dennoch halte sie ihre Entscheidung 2015, die Grenzen nicht zu schließen, nach wie vor für richtig. Merkel gestand ein, es gebe ein angeschlagenes Vertrauen der Menschen in ihre Flüchtlingspolitik. Dies lasse sich nur zurückgewinnen, indem man es jetzt besser macht, mit schnelleren Verfahren und besserer Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich gut gelaunt vor dem Interview mit Moderatorin Anne Will. Foto, Alexander Becher, EPAFE, Rex, Shutterstock. Die Kanzlerin hat die Verantwortung für die Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, übernommen. Ich mache es mir nicht leicht. Ich bin für die Dinge politisch verantwortlich, sagte Merkel in der ARD-Sendung Anne Will. Merkel wies darauf hin, dass sie keine Verantwortung abschieben wolle und steht weiterhin zur Entscheidung, 2015 in einer humanitären Ausnahmesituation die Grenzen nicht zu schließen. Die Flüchtlingskrise sei eine Riesenaufgabe gewesen, für deren Bewältigung auch das Kanzleramt und auch ich ganz persönlich verantwortlich war, fügte Merkel hinzu. Das BAMF sei dafür nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Kanzlerin Merkel, weil ich weiß und gar nicht wegreden will, dass letztlich bei der Bundeskanzlerin die politische Verantwortung für das Allermeiste, was in diesem Land passiert, liegt, nehme ich diese Verantwortung auch voll auf mich. Seit Wochen sorgt der BAMF-Skandal für Schlagzeilen. Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer BAMF-Außenstelle zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge unrechtmäßig bewilligt worden sein sollen. Dazu kamen diverse Missstände in der Behörde. Ausführlich äußerte sich Merkel zuvor zum Scheitern des G7-Gipfels in Kanada. Der Rückzug von US-Präsident Donald Trump via Twitter habe auch sie irritiert. Diese Rücknahme per Tweet ist ernüchternd und ein Stück deprimierend. Merkel auf Nachfrage. Ich habe von ernüchternd gesprochen und Sie wissen, dass das für mich schon viel ist. Einen Seitenhieb Richtung der Präsidenten Russlands und der USA konnte sich Merkel nicht verkneifen, dass die beiden sich mal treffen, und zwar länger als zum Dessert beim G20-Gipfel. Dafür bin wirklich. Zwischen Putin und Trump gäbe es genügend zu besprechen. Die Lage in der Ukraine, Syrien, Türkei, deutliche Worte gab es auch zu den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium. Wir lassen uns nicht eins ums andere Mal über den Tisch ziehen, sagte die Kanzlerin. Und kündige an, wir handeln dann auch. Die USA hätten rechtswidrig im Sinne der Regeln der Welthandelsorganisation, WTO, gehandelt. Nun werde die EU wie angekündigt reagieren, so Merkel. Die Kanzlerin machte klar, dass sie auch im Falle einer Eskalation durch US-Präsident Donald Trump den Kurs beibehalten will. Verhängt Trump neue Strafzölle, dann wird die EU hoffentlich wieder genauso gemeinsam agieren, wie sie das jetzt auch getan hat. Dennoch rate sie dazu, den Konflikt sprachlich nicht anzuheizen und weiter das Gespräch mit den USA zu suchen. Besonders bei Strafzöllen, mein Credo, wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden, und wenn nicht, sonst eigene Wege zu gehen. Europa werde sich jedenfalls nicht ein ums andere Mal über den Tisch ziehen lassen. Doch Angela Merkel stellt klar, die Entscheidung von Donald Trump, das verhandelte Kommuniqué zu kündigen, sei nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft. Es gibt gute Gründe dafür, weiter von unserer Seite zu kämpfen, aber wir können uns da nicht einfach drauf verlassen, sagte die Bundeskanzlerin. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von bild.de-politik?